des Thulner Feldes. In Traismauer befindet sich das Gasthaus von Rainer Melichar. Und der Spitzenkoch hat die Sukkowell-Methode erfunden. Eine revolutionäre Kochtechnik, bei der er mittels Natursäften einmalige Geschmacksbomben fabriziert. Und er hält das Ergebnis seiner Forschungen auch nicht in seinem Kochlabor geheim, sondern lässt jeden, den es interessiert, daran teilhaben. Ich unterscheide zwischen Natursukko, das der frisch gepresste Saft ist, mit oder ohne Wasser. Dann haben wir den Naturkraftsukko, das ist die Reduktion vom frisch gepressten Saft, nicht filtriert. Dann haben wir den Feinsukko, das ist das Filtrat vom erhitzten Natursukko. Und dann haben wir noch den Feinkraftsukko, das ist die Reduktion vom Filtrat, also vom Feinsukko. Jetzt könnte man sagen, was soll das Ganze? Schauen Sie zum Beispiel, der Feinsukko ersetzt mir in jedem Rezept, wo Grundfonds vorkommen, beispielsweise die Geflügelfonds, Gemüsefonds, die Knochenfonds oder die Rindsuppen. Die Sellerieknolle ist so ein Beispiel. Die Sellerieknolle mit 4 Teilen Wasser gepresst, aufgekocht und filtriert, ergeben innerhalb von wenigen Minuten einen schmackhaften Grundfonds, mit dem ich sämtliche Rezepturen aus Kochbüchern kochen kann. Gehen wir her. Pressen die Sellerieknolle mit 4 Teilen Wasser. Wir haben da auch die Schalen drauf lassen. Sehr schmackhaft. Wir haben die Sellerieknolle mit 4 Teilen Wasser gepresst. In dem Saft ist natürlich jetzt noch der ganze Feststoff drinnen. Das heißt, wir könnten mit dem noch nicht kochen. Somit müssen wir aus diesem Natursukko, wie ich das nenne, einen Feinsukko bereiten. Für diesen Zweck wird dann der Natursukko in einen Topf gegossen, aufgekocht und filtriert. Und wir haben innerhalb von wenigen Momenten einen Blitzfond zur Verfügung. Durch das Aufkochen trennen Sie die Feststoffe von der Flüssigkeit. Und wir können da ohne weiteres eine reißfeste Küchenrolle verwenden, Leinentücher, Geschirrhangerl, frische Stoffwindeln. Die erzeugten Grundfonds können auf vielerlei Art weiterverwendet werden. Und die Gerichte bestechen durch geschmackliche Dichte. Das rein vegetarisch anwirkende Grundgericht können wir natürlich jetzt da mit verschiedenen Lebensmitteln kombinieren. Wir können das mit einer tollen Plunzen zum Beispiel, mit Matjes oder zum Beispiel mit einer geräucherten Forelle kombinieren. Kann durchaus ein bisschen lauwarm sein. Dann haben wir den Kontrast von der gedämpften roten Rübe, von dem geeisten Genussregionssaft und von dem fruchtigen Gelee. Von den luftigen Höhen der verfeinerten Gaumenfreuden zurück zum Bodenständigen. Aber auch damit lässt sich ein Plätzchen im kulinarischen Olymp erringen. Und der kleine Ort Königstetten birgt sogar einen Kaiser, den Blunzenkaiser. Karl Gutscher, den Meister der Blutwurst. Nun könnte man einwenden, dass der Titel Kaiser vom Geschäftsgründer Johann Kaiser 1916 stammt. Aber das wäre nur die halbe Wahrheit. So, jetzt kommen nochmal Semmeln dazu, dass wirklich flammig wird, weil dadurch die Schwarteln drinnen sind und die Schwartelsuppen, wenn man keine Semmeln reingeben wird, wird es dann recht fest werden und nicht flammig. Jedenfalls sind wir wieder beim Thulnerfelder Schwein gelandet, das die Basis der Thulnerfelder Kaiserblunzen ist. National spielt Karl Gutscher ohnehin in einer eigenen Liga. Das Einzige, das hier Fließbandarbeit ist, ist das Sammeln von Medaillen für seine adelige Blutwurst. Und da sieht man einen Auszug aus unseren Medaillen, was wir schon gemacht haben. Wie gesagt, über 70 Auszeichnungen. Die wertvollste, obwohl es nur eine silberne ist, ist die, oder? Die ist nämlich die erste gewesen. Die haben wir bereits 1964 haben wir da schon das erste Mal Auszeichnung für die Kaiserblunzen gekriegt. Und wenn ich herzeigen darf, das ist ein besonderer Pokal aus Frankreich. Das ist der Titel, den kriegt man für den Titel Europas beste Blunzen.
Was sagen denn dazu die Franzosen, die ja von sich vehement behaupten, die Blutwurst erfunden zu haben? Ja, wir müssen auch einmal zugeben, dass die anderen auch nicht schlecht sind. Dass eine Blunzen sich in einem Krautbett äußerst wohlfühlt, wird jeder Kenner der Materie nur bestätigen können. Und wenn man liegt, wie man sich bettet, dann hat die Blutwurst nichts zum Klagen. Das Tulnerfelder Kraut ist nämlich eine Spezialität für sich. Es ist eine autochthone Krautsorte, die nur im Tulnerfeld gedeiht. Anbauversuche im Ausland, also in anderen Teilen Österreichs, waren vergebens. Ohne den Einsatz einiger engagierter Landwirte wäre diese Gemüserarität bereits Geschichte. Aufwendig sind Saatgutgewinnung und Ernte, also nicht gerade agrarindustrieller Zeitgeist. Aber der Zeitgeist verlangt zumindest gelegentlich auch Wohlgeschmack. Und da ist das Tulnerfelder Kraut einfach unübertrefflich. Das waren so große Happen. So, da waren über 10 Kilo dabei. Und das hat seine Vor- und Nachteile gehabt. Das der Nachteil war, das ist nicht auf einmal reif geworden. Das haben wir immer die festen Happen aussuchen müssen. Dann haben wir im Spätherbst schöne Happen ausgesucht, ausgerissen, mit sanften Stängel in Kohle gehängt. Und die haben wir dann im Frühjahr ausgesetzt, ins Gartl. Und der hat dann einen Saum gemacht, das schaut aus wie Raps, ist ja Kreuzblütler aus gerade. Und die Samenernte, das hat zwickert, das war ja eine Zeremonie, oder? Das haben wir dann in einen Sog reingehängt, am Boden trickert und ausgeräbelt im Winter, ne? Und ausblasst. Und im Frühjahr ist das dann gestupft worden mit dem Stupfbrett. Dann sind die Pflanzen ausgezahlt worden und hinterm Flur nachgesetzt, händisch. Während Krautköpfe moderner Hybridsorten gleichzeitig reifen und mit der Maschine geerntet werden, muss das Tulnerfelder Kraut über einen längeren Zeitraum händisch geerntet werden. Guter Geschmack erträgt eben keine Norm. Fragnerland heißt ein Teil des Tulnerfeldes. Und Kraut war auch eines der Produkte, die die Fragner, eine Art früher Landesproduktenhändler, in ihren Butten transportiert haben. Das Hauptziel ihrer Fußmärsche, die Hauptstadt Wien. Die Bauern, also die Fragner, sind eigentlich nach Wien zu Fuß gegangen mit der Butte, mit der Ware und haben eigentlich von Haus zu Haus gefragt, was die Leute kaufen wollen. Eier. Und durch das ist eigentlich der Name Fragner entstanden. Ungefähr vor dem 19. Jahrhundert sind ungefähr in Tulbingen, Kassersdorf, haben davon eigentlich 50 bis 70 Familien davon gelebt. Es war kein Gewerbe. Je länger was das gedauert hat, je besser das Geschäft gegangen ist, ist natürlich die Produktion mehr geworden, haben natürlich gewisse Fragner eingekauft von anderen Bauern. Und natürlich, Wien-Nähe ist man dann draufgekommen, haben die Bauern natürlich auch Steuern zahlen müssen. Was mich so erinnern kann, in der Nähe von Gürtel hat es ein eigenes Amt gegeben. Und die Bauern nach Wien gekommen sind, haben sie müssen Steuern zahlen und dann haben sie verkaufen können. Über 70 Familien dieses einst bettelarmen Landes waren seinerzeit von der Fragnerei abhängig. Heute noch erinnern die Etiketten am Fragner Wein an diese Zeit. Meine Erinnerung, die letzten Fragner in Kasselsdorf, ungefähr in die 60er Jahre, ist ein Ehepaar und das sind eigentlich die letzten Fragner gewesen. Die heutige mobile Zeit führt vielfach zu einer Immobilisierung der Menschen, die dann durch Mobilität wieder ausgeglichen werden muss. Anders gesagt, Radfahren ist gesund. Und egal, ob es am Radweg entlang der Donau oder im Kernland des Tulnerfeldes ist, zahlreiche Radwege in einer übersichtlichen Radkarte bestens erfasst, bilden ein touristisches Hoffnungsgebiet. Der Donauraum hat den Vorteil, dass er eine Ebene ist. Das heißt, Sie können hier über 140 Kilometer Radweg quer durch den Tulner Donauraum in der Ebene, also für alt und jung, ohne große Hügel und Berge zu überwinden, sich mit dem Rad bewegen.
Sie können dabei die Kultur dieser Gegend mitgenießen. Wir stehen hier am Schubert-Radweg. Das Schubert-Schloss, wo Schubert hier komponiert hat, befindet sich direkt. Es ist ein Museum dort installiert. Und so begleiten den Radweg viele kulturelle Elemente des Tulner Raumes. Unweit von Traismauer befindet sich die Fischzucht Heimel. Auf 1,5 Hektar Naturteichen wird hier eine besondere Spezialität gezüchtet, der Huchen oder Donaulachs. Die Nachzucht des größten Süßwassersalmoniden, er kann über 1 Meter lang werden, gilt als Königsdisziplin. Noch im 18. Jahrhundert ließen sich Dienstboten in ihre Verträge schreiben, dass sie nur 2 in der Woche mit Lachs zu traktieren wären. Billig und weit verbreitet war der Huchen. Hochwasserschutz, Verbauung, Kraftwerke und Verschmutzung haben den Fisch beinahe ausgerottet. Heute wird er als Delikatesse auf den Tischen feiner Restaurants angeboten. Deftig, ungezwungen und archaisch geht es in der Räucherei des Fischzüchters zu. Hier rückt man den kleineren Verwandten des Huchens mit den Fingern zu Leibe, unterstützt von der einen oder anderen Wunderwaffe aus der Hosentasche. Das malerische Schloss Sitzenberg beherbergt heute eine höhere Bundeslehranstalt für Land- und Ernährungswirtschaft. Und auch von hier kommt grünes Licht für das Lieblingsprojekt der Gemeinde Sitzenberg-Reiding, die Karpfenzucht im Schlossteich. Im Gegensatz zu altmodischen Vorurteilen hat sich der Karpfen nämlich als schmackhafter und auch gesunder Fisch erwiesen. Auch im Dorfgasthaus hat der Karpfen sozusagen sein Revier. Der Gastwirt diesmal beim Freiluftkochen. Das ist ein naturgebratener Karpfen mit Knoblauch. Der wird jetzt gewürzt mit Knoblauch, Salz, Pfeffer. Dann tun wir ein bisschen ins Mehl und in die Pfanne und braten da ganz zart den Olivenöl raus. Der Karpfen hat auch eine adelige Fürsprecherin. Ich bin die Karpfenprinzessin aus Niederösterreich. Die erste Karpfenprinzessin Niederösterreichs. Mein Name ist Eveline die Erste. Und ich darf hier seit 9. Jänner regieren. Meine Aufgabe ist es, die Karpfen, speziell unsere Sitzenberger Schlossteichkarpfen, im Umfeld, sprich in Niederösterreich, auf den Messen zu präsentieren. Das Abfischen der Karpfen im November ist immer ein großer Tag im Gemeindeleben von Sitzenberg-Reiding. Es ist harte Arbeit und gleichzeitig ein großes Fest. In heftigem Einsatz, diesmal ohne Krone, die Karpfenprinzessin. Und der für den Teich Verantwortliche mit einer Hoffnungsträgerin im Arm. Da haben wir einen typischen Mutterkarpfen, die werden speziell aussortiert und kommen nach dem Abfischen wieder zurück in den Schlossteich. Die sind verantwortlich für die Vermehrung, dass unsere Kleinkarpfen nächstes Jahr wieder fleißig abwachsen. Musik